Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich natürlich sehr, dass ich die Gelegenheit heute habe, über künstliche Intelligenz zu sprechen und Gewerkschaften, Interessenvertretung. Werde natürlich auch auf das Thema heute so ein bisschen eingehen, Diskriminierung, und wollte euch aber direkt mal zeigen, was wir eigentlich schon alles zu dem Thema haben und was ihr natürlich auch als gesetzliche Interessenvertreter alles machen könnt. Und ich wollte jetzt schon doch noch mal ein bisschen damit einsteigen, worüber wir heute sprechen. Also ich würde einfach nahtlos an Clara anknüpfen und trotzdem versuchen, ein bisschen bei euch das Gefühl oder eine Sensibilität zu wecken, dass ihr vielleicht so ungefähr einen Eindruck habt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Wenn ihr das nicht versteht, was ich jetzt demnächst gleich sage, dann liegt es natürlich erstens an mir. Und zweitens kann ich euch versichern, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe, um das zu verstehen, was ich jetzt glaube, verstanden zu haben und euch versuche rüberzubringen. Weil ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dass wir irgendwie darüber reden, wie das wäre ein ganz normales Softwareprogramm, wie wir es kennen. Weil mit Digitalisierung beschäftigen wir uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Und trotzdem stimmt es natürlich, was Clara sagt. Also künstliche Intelligenz gibt es fast schon so lange wie Digitalisierung selbst. Es gab so ein pfiffiges Forschungsteam 1955, die den Begriff erfunden haben. Und es stimmt, es war in gewisser Weise ein Marketingbegriff, weil sie damit Forschungsgelder einwerben wollten. Und in dem, was sie erforschen wollten, stand irgendwie für sich selbst die Aufgabe, ja, wir wollen mal gucken, ob wir Maschinen dazu bringen, Sprache zu erlernen, Begriffsbildung, und ob sie in der Lage sind, Probleme zu lösen, die bisher Menschen vorbehalten waren. Das war so ein bisschen die Idee. Und man muss sich vergewissern, dass es dann durchaus schon immer ganz große Investitionen in KI gegeben hat, dass es aber auch immer nach einer gewissen Zeit sogenannte KI-Winter gegeben hat. Was heißt das? Die KI hat dann meistens nicht das gehalten, was man sich versprochen hatte. Also hat man wieder Förder- und Forschungsgelder aus diesem Bereich herausgezogen. Und dann kam irgendwie der nächste Step, dann ging es wieder los, dann hat man wieder Geld zurückgezogen. Und jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, so in der dritten Welle ungefähr. Und das versuche ich mal ein bisschen zu erklären. Also die Clara hat ja vorhin schon gesagt, dass KI relativ viele Bereiche hat. Und die erste große Unterscheidung, die immer gemacht wird, ist die zwischen starker und schwacher KI. Und die starke KI, das ist halt der Terminator und also so ungefähr die Vorstellung, dass eine Maschine tatsächlich Bewusstsein bekommen könnte. Also manche kennen vielleicht auch Blade Runner oder so. Und das ist utopisch. Also wir gehen davon aus, oder alle gehen davon aus, die sich seriös damit beschäftigen, dass sowas niemals, niemals der Fall sein wird. Worüber wir reden, ist halt immer schwache KI. Und warum wir jetzt wieder darüber reden, ist, dass es da jetzt nochmal so einen Entwicklungsschub gegeben hat, nämlich aufgrund der Digitalisierung, die in den letzten Jahrzehnten erfolgt ist, haben wir inzwischen eine relativ hohe Rechenleistung erreicht. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass überall, wo wir Digitalisierung haben, und das besteht ja oft darin, dass wir irgendwo auch Sensoren haben, die Daten einsammeln, die dann uns überhaupt erstmal die Möglichkeit liefern, also wie das Material, das Grundmaterial, dass wir darauf irgendwie Digitalisierungsprozesse aufsetzen. Und die haben so wahnsinnig zugenommen, sodass die KI, sage ich jetzt mal, was zum Lernen hat. Und der Bereich, über den wir eben meistens jetzt sprechen, ist das maschinelle Lernen oder das Deep Learning. Und beim Deep Learning ist es halt so, man kann sich das vorstellen, also ich habe es so verstanden, dass bestimmte Entwickler sich vorstellen, wir versuchen bei KI das menschliche Gehirn nachzubilden. Also sprechen sie auch von Neuronen. Diese Neuronen sind aber sowas wie Logikschalter. Also es gibt halt wie bei der Digitalisierung nur 0 und 1. Und die werden übereinander gelagert, und mit den Datenfütterungen suchen sich sozusagen mit auch Unterstützung der Algorithmen diese Daten einen Weg, und am Ende steht ein Muster. Und wir haben schon vorhin über Sprach- und Bildmuster gesprochen. Das heißt, wenn ich eine KI halt ständig mit Katzenbilder füttere, kommt sie vielleicht tatsächlich am Ende zu dem Erkenntnis, Muster, Katze, ich kann eine Katze erkennen. Aber es können eben auch Fehler auftauchen. Also wenn wir den Katzenbilder geben, wir sehen vielleicht als Mensch sofort die Katze, aber im Hintergrund ist vielleicht noch ein Baum, ist noch dies und das. Und es kann sein, dass die KI anders lernt, dass sich Fehler einschleichen und dass sie etwas als Katze bezeichnet, was wir gar nicht als Katze bezeichnen würden. Also die KI ist immer fehleranfällig und hilft uns aber. Und wenn wir uns jetzt mal eine praktische Anwendung anschauen, die auch wirklich nützlich ist, dann ist es zum Beispiel die Tumorerkennung. Da haben wir Bilderkennung. Das heißt, wir füttern eine KI mit ganz vielen Tumoren
die wahrscheinlich eben Krebs sind, also die Krebs sind, aber man hat eben ein Hautbild, woraus das erkennbar ist. Und dann kann die Maschine vielleicht irgendwann relativ zuverlässig erkennen, das könnte tatsächlich ein Tumor, das könnte Krebs sein. Und hier steht auch, es gab mal eine Untersuchung, dass die KI dann in vielen Fällen zuverlässiger war. Aber man muss auch selbst dort unterscheiden, da gibt es Unterschiede. Also es gibt Ärzte, die total viel Erfahrung haben und die sind wahrscheinlich am Ende immer noch besser als die KI. Aber im Schnitt ist die KI besser als viele Ärzte. Und deswegen muss man immer gucken, was kann die KI wirklich leisten? Also wir dürfen sie nicht überschätzen, aber wir dürfen sie auch nicht unterschätzen. Und das Problem bei KI ist, dass wir eben oft nicht wissen, wie sie zu dieser Mustererkennung gekommen ist. Also es gibt da, es ist ein bisschen wie eine Blackbox und es gibt auch technische Ansätze, wie man versucht, das nachzuvollziehen, wie sie zu dieser Entscheidung gelangt ist. Aber das ist halt auch lückenhaft und das ist ein bisschen so das, was das Risiko auch in der KI ist. Und das müssen wir, glaube ich, wissen. Wenn wir jetzt gucken, wie weit ist jetzt eigentlich KI verbreitet? Also wir haben so ein Innovationsbarometer bei Verdi, wir machen das alle 2 Jahre, fragen unsere Betriebs- und Personalräte und Aufsichtsräte. Da haben zumindest 25%, ein Viertel gesagt, also entweder ist bei ihnen schon KI in Anwendung oder in Planung. Es gibt jetzt neuere Daten, auch von uns, vom Index. Da haben wir nochmal die Beschäftigten direkt gefragt, ob sie auch mit KI arbeiten. Und es sind ungefähr inzwischen rund 20% der Beschäftigten, die sagen, dass sie mit KI arbeiten. Es gab vom DIW, vom Deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut, glaube ich, ne, auch eine Studie, die ungefähr zu dem gleichen Ergebnis kommt, also 20% der Beschäftigten. Man muss aber natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass es eben tatsächlich keine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz gibt, also auch nicht in der Wissenschaft. Und dass, wenn Menschen sagen, sie arbeiten mit KI, dass wir es natürlich jetzt nicht genau wissen, ist es wirklich KI oder nicht. Also wir können einfach nur feststellen, auch als Verdi, wenn wir mit Beschäftigten sprechen oder Interessenvertretungen und dann, also ich komme am Ende noch dazu, wir machen auch dazu eine Online-Veranstaltungsreihe und dann bitten wir mal Leute, wirklich eine Anwendung vorzustellen, dass es sehr selten der Fall ist und dass auch oft in der Presse behauptet wird, dieses und jenes Unternehmen setzt jetzt KI ein und wenn man genau hinguckt, ist es überhaupt gar keine KI. Genau. Herausforderung für die Mitbestimmung. Also als erstes ist es natürlich so, dass wir alle als Gewerkschaften inklusive gesetzliche Interessenvertretung überhaupt erstmal eine Position dazu entwickeln müssen. Wie stehen wir jetzt irgendwie dieser Technik gegenüber? Und wir haben dann als Verdi schon 2018 eine erste Positionierung entwickelt. Da steht oben genau das, was, glaube ich, auch Clara vorhin gesagt hat. Wir müssen natürlich auch erstmal als Gesellschaft bewerten, wo soll überhaupt KI eingesetzt werden. Also da spielen natürlich auch kulturelle Sachen eine Rolle. Also man geht zumindest immer davon aus, Japaner haben weniger ein Problem, irgendwie Pflegeroboter auch im privaten Haushalt einzusetzen als vielleicht wir. Wir bevorzugen vielleicht dann doch lieber einen Menschen, der uns pflegt. Also das ist das eine. Aber natürlich gibt es auch solche Sachen, wo sind die roten Linien? Also wollen wir autonome Waffensysteme oder vielleicht doch lieber nicht? Dann gibt es noch die Frage der Nachhaltigkeit. Das ist bei KI ein ganz großes Problem. Also ich habe ja schon versucht zu erklären, dass so ein System gelernt hat und es lernt ja dann immer weiter, das frisst unglaublich viel Strom und Energie. Das heißt, man muss eigentlich auch bei KI immer ganz genau gucken, welches Ziel wollen wir denn eigentlich damit erreichen, welche Vorteile bringt sie uns, aber welche Nachteile kommen damit auch zustande und wiegt das eine das andere auf. Und ich finde, das muss man wirklich auch tatsächlich gesellschaftlich diskutieren, aber auch in jedem einzelnen Betrieb, Verwaltung. Und deswegen sind wir der Auffassung, wir sagen dazu gute Arbeit bei Design, dass wir eben wirklich eine total, also eigentlich eine sehr, also eine wirklich große Stärkung des Mitbestimmungsrechts brauchen. Weil hier 87.1.6 und so, das reicht da längst nicht mehr aus, sondern wir wollen eigentlich, dass Sozialpartner, aber auch gesetzliche Interessenvertreter schon beim Einkauf mit drauf gucken können. Welches System kauft denn das Unternehmen ein? Und nicht erst, wenn es schon da ist, wie können wir jetzt irgendwie gewährleisten, dass so möglichst wenig Schädliches dabei dann am Ende passiert? Also wir wollen, dass schon bei der Zielsetzung, bei der Zweckbestimmung des Einsatzes und wie wird das System gestaltet, Mitbestimmung, die Interessenvertretung mit dabei ist.
Und also ihr wisst ja, und ein Kollege hat es schon angesprochen, das, was wir schon die ganze Zeit einfordern, also mit mehr externen Sachverstand, auch für Betriebsräte, um das bewerten zu können. Das ist ja beim ganzen Digitalisierungsprozess damals, vielleicht erinnert ihr euch, BMAS, Arbeiten 4.0, schon mal im Weißbuch angekündigt worden, da ist nichts draus gefolgt. Das Einzige, was wir jetzt wirklich haben im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, ist halt, dass zumindest bei künstlicher Intelligenz Betriebsräte mehr Sachverstand, also Sachverstand, externen Sachverstand dazu holen kann. Ich komme dann später noch dazu, was wir als Verdi anbieten für Betriebsräte, um sich da weiter zu qualifizieren. Also wie gesagt, wir müssen erstmal überhaupt eine Position dazu haben. Und hier ein wichtiger Punkt ist auch noch diese Kennzeichnungspflicht. Also wir wollen, dass eben da, wo KI eingesetzt wird, wir hatten vorhin schon den Punkt Journalismus, auf den gehe ich nochmal ein, es muss gekennzeichnet werden, wo KI dahinter steckt und wo, wenn es ein Mensch gemacht hat, geschrieben hat, also das ist eben auch eine ganz wichtige Sache. Und so weiter und so weiter. Also insbesondere natürlich auch eine Folgenabschätzung, dass Verantwortlichkeiten ganz, dass sie geklärt sind, dass natürlich wie bei anderer Technikeinführung zwingend eine Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen hat. Also welche Folgen hat ein KI-Einsatz auf Entscheidungsspielräume der Beschäftigten, auf die Gesundheit, auf insbesondere Belastung, Arbeitsintensität hat ja in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen und ist ein großes Problem der Arbeitsqualität geworden. Wir haben dann als Verdi nach dieser Positionierung noch einen Ethikkodex entwickelt, der liegt auch draußen aus, also wer da interessiert ist, kann es mitnehmen, weil wir gedacht haben, es gab ja dann, vielleicht, wie fange ich an? Also es gab ja nicht nur sozusagen diesen neuen technischen Sprung, sondern Europa hat ja gesehen, dass die USA wie auch China wahnsinnig viel Geld in diese neue KI-Entwicklung stecken. Also hatte natürlich Europa Angst, wir stehen wieder hinten an und verschlafen eine Entwicklung. Also hat sich die EU aufgemacht, also selber auch Strategien zu entwickeln, beziehungsweise Frankreich hat als erste eine KI-Strategie entwickelt, dann auch Deutschland, da steht sogar gute Arbeit drin, dank der Gewerkschaften. Und dann gab es halt eben auch eine große Diskussion um ethische Standards, die gar nicht mal so schlecht sind auf europäischer Ebene. Also da war schon auch der Gedanke, also einerseits wollen wir die Entwicklung nicht verschlafen, andererseits wollen wir eben nicht sowas, wie wir hatten dieses Beispiel mit der Polizei in den USA. In China gibt es auch ein paar Beispiele, die vielleicht nicht so gut sind. Wir wollen irgendwie das anders haben in Europa. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen aber auch als Gewerkschaften nochmal was in die Diskussion reingeben. Ne? Also was sind auch für uns wichtige ethische Standards, die eben auch was mit Beschäftigungssicherung zu tun haben, gute sozial abgesicherte Arbeitsplätze und diese ganzen Sachen. Okay, dann sind wir hier bei den ethischen Leitlinien und da haben wir natürlich auch drin Diskriminierungsfreiheit. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie kann man denn jetzt Diskriminierungsfreiheit herstellen? Also Clara hat ja schon einige Sachen genannt, auch so Lösungsansätze. Und deswegen haben wir natürlich auch bei uns in den ethischen Leitlinien Transparenz zu stehen, weil, Clara hat es auch genannt, ein großes Problem ist, selbst wenn auch Unternehmensleitungen kritisch auf ein System gucken, was sie einkaufen wollen, sagt der Hersteller, nee, ist Geschäftsgeheimnis, durft da nicht reingucken. Und das muss natürlich dann reguliert werden. Dass zumindest bestimmte Dinge, die wir brauchen, nämlich Kriterien zum Beispiel, unter denen das entwickelt wurde, dass es transparent sein muss, dass wir in dieses Thema reingucken müssen. Weil sonst, wie sollen wir sonst bewerten, ob da irgendwie Diskriminierung drinsteckt oder nicht? Also das sind halt ganz wichtige Dinge. Wir hatten auch schon, Clara, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die du irgendwie bei dir bei den Daten hattest. Also wir haben ja natürlich auch hier Qualität der Daten drin zu stehen, weil das eben viel damit zu tun hat. Du hast ja schon einige Beispiele genannt. Also ich glaube, ein anderes prominentes Beispiel war von Microsoft, glaube ich, so ein Chatbot Thai, der eben sozusagen aufgrund von Daten aus dem Internet gelernt hat und eben auch rassistisch, sexistisch geworden ist. Und dann haben sie ihn wieder abgeschalten. Also Datenqualität ist eine ganz wichtige Sache. Du hattest aber bei dir auf der Folie zu stehen, sind sie repräsentativ. Und das sollten sie ja eben nicht sein. Weil du hast ja selber gesagt, wenn sie einfach nur das wiederholen, was in der Vergangenheit war, was dann repräsentativ wäre, nur eine Abbildung dessen, dann haben wir Diskriminierung. Also wenn eben
sozusagen du vor allen Dingen Männer in Führungspositionen hast, dann ist es ja repräsentativ abgebildet, aber das willst du ja nicht wiederholen, du willst es ändern. Also dürfen sie nicht einfach nur repräsentativ sein, sondern du musst eben von der Vision, von der Zielausstellung ausgehen und danach müssen sich natürlich auch dann die Daten richten, von denen gelernt wird. Vorhin haben sich auch viele gemeldet, dass sie ChatGPT nutzen und da muss man sich eben auch gewahr werden. Diese Daten werden jetzt von dem Unternehmen genutzt, ne? Also man muss eben gucken, viele Firmen, also oder einige Firmen haben sich jetzt schon an uns gewandt und haben gesagt, so, wir würden gerne ChatGPT nutzen, wie machen wir es denn jetzt? Weil wir wollen es natürlich nur in der Firma nutzen. Also das, was wir in der Firma eingeben, soll auch in der Firma bleiben und nicht irgendwo hingehen. Wie verhindern wir das, dass unsere Beschäftigten das einfach nutzen für ihre Arbeit und die Daten aus unseren Unternehmen abfließen? Na, also da muss man eben tatsächlich schauen, nicht nur, also wie wahrt man Datenqualität, sondern wie geht man halt auch mit Datensicherheit um und dann natürlich noch die ganze Geschichte mit den Persönlichkeitsrechten. Es ist auch tatsächlich so, dass wir uns durchaus vorstellen können, und einige Kollegen haben es jetzt auch schon gefordert, dass es vielleicht so eine Art Zertifizierung gibt, also entweder von den Systemen oder der Firmen, die sowas herstellen. Das müsste man natürlich auch noch mal gucken. Das ist ja auch mal eine Frage, wie realistisch ist es und was lässt sich umsetzen. Weil nachdem wir jetzt sozusagen einerseits die Verdi-Positionierung hatten, die ethischen Leitlinien, gucken jetzt noch mal einzelne Branchen, ob sie eine Spezifizierung dieser Positionen brauchen. Und was wir tatsächlich bisher noch nicht so stark drin hatten, ist die ganze Frage des Urheberrechts. Also alle haben wahrscheinlich mitbekommen, dass gestern der Streik positiv ausgegangen ist für die Schauspieler in Hollywood. Vorher hatten die schon eine Vereinbarung für die Drehbuchautoren. Und da geht es ja eben auch darum, die Beschäftigten zu schützen, dass ihre Texte oder eben ihre Bilder, also ihr Schauspiel, nicht genutzt wird, dass eine KI lernen kann und sie dann sozusagen keine Erwerbsmöglichkeit mehr haben. Und das sind natürlich jetzt nochmal Dinge, die dazukommen. Das heißt, jetzt gibt es auch nochmal aus verschiedenen Fachbereichen oder Fachgruppen in Verdi nochmal Positionspapiere, die sich auch mit sowas auseinandersetzen. Also wo eben drin ist, wir müssen halt gucken, dass wir das Urheberrecht stärken. Wir müssen halt gucken, dass wir auch für die Zukunft Erwerbsmöglichkeiten für unsere Beschäftigten haben, aber auch für Selbstständige natürlich, Solo-Selbstständige. Die sind ja auch betroffen, in welchem Rahmen sie KI nutzen können und so weiter. Und ihr hattet es schon angesprochen, bei diesem Journalismuspapier steckt natürlich auch drin wieder diese Kennzeichnungspflicht. War das jetzt eine KI, die irgendwas produziert hat? Also ich glaube, die Journalisten selber sehen das relativ unproblematisch bei Wetterberichten oder teilweise vielleicht noch bei Sportberichten. Da kann eine KI das auch ganz gut. Aber dann geht es ja auch um ganz, ganz, ganz andere Dinge. Und da ist ja die Frage, wollen wir da überhaupt KI drin haben? Wie wird das geprüft? Und ja, was ist eigentlich für uns dann noch Qualitätsjournalismus? Und das hat natürlich auch was mit Demokratie zu tun. So, das Nächste, was, glaube ich, auch Betriebs- und Personalräte machen müssen, ist tatsächlich die Gesetzeslage mit uns gemeinsam zu beobachten. Und hat Clara auch schon gesagt, dass, auf dem Weg ist halt die EU-KI-Verordnung. Wir sind da auch gemeinsam mit dem DGB in der Diskussion gewesen. Es gibt jetzt diese Trilogverhandlungen. Also bestimmte Sachen sind schon irgendwie fertig, sind auf den Weg gebracht. Und wir gehen fast davon aus, dass Ende des Jahres diese KI-Verordnung steht. Und das Problem ist so ein bisschen, auch bei der KI-Verordnung, wir hatten bei uns in der Online-Veranstaltungsreihe auch mal ein paar Kollegen, die sich um Normung kümmern. Weil nach der KI-Verordnung wird es eine Normung geben und da kann es durchaus sein, dass bestimmte Dinge direkt Gesetzescharakter auch bei uns in Deutschland haben, also direkt auf nationaler Ebene. Und da sind wir als Gewerkschaften so gut wie gar nicht drin in den ganzen Diskussionen und ehrlich gesagt, wir sehen auch gar nicht, dass wir die Kapazitäten dafür haben. Und wir müssen es aber trotzdem irgendwie herstellen, dass wir zumindest auch informiert sind und immer wieder zumindest über bestimmte Vertreter, die uns nahestehen, unsere Positionen da einzubringen. Aber auf jeden Fall müssen wir das weiter beobachten, weil das kann positive Sachen mit uns, also mit sich bringen. Zum Beispiel gibt es ja den Ansatz, habe ich das jetzt gleich als Nächstes? Nee, da müssen wir später noch drüber sprechen. Aber diese Gesetze oder dieser Ansatz richtet sich ja auch nach den Risikobereichen. Also man nennt es Kritikalitätsstufen von KI. Es gibt KI, die ist eben, wie Clara schon sagte, relativ unproblematisch, vielleicht bei Rechtschreibprüfung und lalala. Da müssen wir vielleicht gar nichts regulieren. Und da gibt es halt so eine Pyramide, zeige ich euch noch, und dann wird es halt immer schwieriger.
Und je risikoreicher die KI ist, umso mehr müssen wir regeln. Und davon gehen die auch aus. Und wir haben uns als Gewerkschaften mit dem DGB dafür eingesetzt, dass alles, was Arbeitnehmerrechte betrifft, und zum Beispiel so ein Einsatz für Recruiting von neuen Beschäftigten, dass das alles Hochrisikobereiche sind und dass da die Sozialpartner dabei sein müssen, wenn da was geregelt werden soll. Und vor allen Dingen, dass diese EU-KI-Verordnung nicht irgendwelche Gesetze, die wir schon haben, angreift. Sei es Tarifautonomie oder all diese Geschichten. Das müssen wir natürlich verhindern, dass da jetzt irgendwie nichts kommt, was uns das zunichte macht. Genau. Und dann haben wir unsere Betriebsräte eben auch gefragt, na, was denkt ihr denn, was KI für Folgen hat in den Betrieben? Und dann seht ihr es, Beschäftigung wird wohl eher abnehmen, also Anzahl der Arbeitsplätze, Arbeitsintensität nimmt eher zu, Transparenz des Arbeitsleistungsverhaltens wird auch eher zunehmen, Handlungsspielräume wird eher abnehmen und die Kompetenzqualifikationsanforderungen steigen. Damit habt ihr sozusagen direkt euer Aufgabenprofil für die nächsten Jahre, also wo wir was machen müssen. Und natürlich, also nicht verwunderlich, fast 90% der Betriebsräte sagen eben, wir brauchen da stärkere Mitbestimmungsrechte. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir eigentlich mehr Ressourcen brauchen. Also ich war gestern auf der Hafenkonferenz von Verdi, da gibt es schon auch ein paar zukunftsweisende Tarifverträge. Und da ging es auch darum, um so strategische Bündnisse mit den IT-Abteilungen, dass falls man die Informationen nicht vom Unternehmen bekommt, ob man vielleicht so mit den Kollegen aus der IT-Abteilung, also sozusagen so einen Wissenskanal legen könnte, um zu erfahren, ob irgendwelche KI-Entwicklungen passieren, ob irgendwelche KI-Systeme eingeführt werden und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, ach hör mir auf, ey, wir sind ja schon mit den ganzen anderen IT-Sachen überfordert. Ständig kommt ein Update und wir müssen immer entscheiden, ist da jetzt Leistungsverhaltungskontrolle drin oder nicht und so weiter. Also es braucht neben diesem Sachverstand, der hinzugezogen werden soll, damit Betriebsräte ja auch nicht selber alles immer verstehen müssen, was ja wahrscheinlich gar nicht geht, brauchen wir natürlich da auch noch mal mehr Ressourcen, weil eben KI nicht das Einzige ist, was in der Digitalisierung passiert, sondern noch vieles mehr. Und ich hatte vorhin schon genannt, also das ist das Einzige, was wir bisher bekommen haben, mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Und wir haben dann auch mal unsere Betriebsräte, Personalräte gefragt, wie sie denn ihre eigene Rolle bei der ganzen Geschichte sehen. Und positiv ist doch, dass wohl viele sagen, ja, das erfordert durchaus ein proaktives, mitgestaltendes Selbstverständnis als Betriebsrat. Und zumindest doch, so interpretiere ich das eben, der Wille, sozusagen nicht alles über sich ergehen zu lassen, sondern mit den Beschäftigten gemeinsam, mit uns als Gewerkschaften, da wirklich gestaltend einzugreifen. Und was gibt es denn jetzt für Handlungsoptionen für Betriebs- und Personalräte? Also natürlich am Anfang immer erstmal die Information, Sensibilisierung für das Thema, auch bei den Beschäftigten. Was kommt da auf uns zu und was wollen wir vielleicht auch selbst? Die Auswirkungen zu analysieren von den Systemen, insbesondere natürlich auf Arbeitsbedingungen. Und das muss man ja auch nicht alleine machen. Und dann wirklich auch da, wo man schon Mitbestimmungsrechte hat, aktiv reingehen. Also Qualifizierung einfordern und so weiter und so weiter. Und hier gibt es zumindest noch mal so ein paar Paragraphen, an die man sich festhalten kann. Aber was wir eben denken, ist auch, was man machen kann und was zumindest auch in Verdi teilweise schon passiert. Selbst wenn wir es bisher noch nicht politisch geschafft haben, also das Betriebsverfassungsgesetz so zu erweitern, dass wir da mehr Rechte haben, kann man zumindest jetzt schon und wird auch schon in Verdi gemacht, entweder Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen vereinbaren, in denen man ein erweitertes Mitbestimmungsrecht festlegt. Und wir haben hier auch im Bereich mal so ein kleines Heftchen gemacht, wo wir nochmal Empfehlungen geben, was irgendwie in so eine Vereinbarung rein könnte, sollte. Wenn bestimmte Dinge schon irgendwie anders vereinbart sind, dann müssen die da nicht auch nochmal unbedingt rein. Also eben Qualifizierung, Führungskultur, Arbeitszeit, Gesundheitsschutz. Aber das kann damit rein und es gibt, wie gesagt, schon ganz gute Beispiele. Hier habt ihr nochmal die Kritikalitätspyramide. Also unten grün ist nicht so schlimm, rot wird es ganz tragisch. Aber ich will jetzt erstmal eher auf die Beispiele, auf die Handreichung können wir später noch. Habe ich hier, doch, hier. Das sind so ein bisschen die ersten, die vorhin auch genannt wurden. Also es gibt unter anderem jetzt schon mal so bei der Telekom so ein Manifest,
wo man versucht hat, so bestimmte Leitlinien festzuklopfen und zumindest erstmal mit dem Arbeitgeber so ein erstes Verständnis darüber, über was müssen wir denn reden, wenn irgendwie KI eingeführt wird und was ist uns wichtig. Und dann gibt es natürlich einerseits die Prinzipien, aber auch die Aufgaben, also wie will man das umsetzen. Und das ist relativ ähnlich bei allen Vereinbarungen, dass man entweder so einen KI-Ausschuss, einen Expertenkreis oder wie man das auch immer nennt, hat, also meistens natürlich paritätisch aufgesetzt, die dann zusammen gucken, wenn so ein KI-Projekt geplant ist, wie bewerten wir das und was folgen daraus für Konsequenzen? Also was müssen wir tun, damit sich eben Arbeitsbedingungen nicht verschlechtern, sondern eher verbessern? Da drin ist natürlich auch das, was wir vorhin schon genannt haben, mit den Standards entwickeln. Was setzen wir uns selbst dafür Standards? Welche müssen eingehalten werden? Und so weiter und so fort. Aber natürlich auch so bestimmte Sachen, die an sich auch nicht jetzt zulässig sind, die vielleicht aber auch verboten werden sollten, wie zum Beispiel das Erfassen biometrischer Daten. Also da sind wir wieder bei Gesichtserkennung und so weiter. Neben Telekom hat eben noch die IBM so eine Konzernbetriebsvereinbarung dazu gemacht. Das ist sehr ähnlich. Da sind die dann auch so ein bisschen von diesen Kritikalitätsstufen ausgegangen, haben eben auch so einen Beirat eingesetzt, oder wie heißt es hier? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall auch, ja, KI-Ethikrat, genau. Und wir hatten jetzt in der Online-Veranstaltung den Frank Remers auch dabei, also vom Konzernbetriebsrat. Der hat dann aber gesagt, wir können euch noch gar nicht so viel von Praxiserfahrung berichten, weil bisher gab es da noch gar keine Projekte, also die wir bewerten mussten und so weiter. Deswegen schwierig bisher, was auch Praxiserfahrung betrifft. Und das ist jetzt nochmal so ein Beispiel von einer Betriebsvereinbarung, kein Tarifvertrag bei Ergo-Versicherung. Da ist es auch so, dass die inzwischen KI einsetzen, insbesondere so für Rechnungsprüfung und solche Geschichten. Das heißt, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, dann gibt es einen Vorschlag von der KI, diese Rechnung nochmal zu überprüfen. Und dann geht man weiter. Die Kollegen erfahren das auch eher als Entlastung. Es ist auch so, dass man so einen Konsens darüber hat, dass keine Beschäftigung deswegen wegfallen soll. Und die haben einmal zwar so einen Tarifvertrag, also einen Vertrag für einen sozialen Ordnungsrahmen, aber insbesondere haben die eine Betriebsvereinbarung zum Vorgehen, wie man mit solchen KI-Systemen und deren Einführung umgeht, abgeschlossen. Und das hat sich, glaube ich, auch ganz gut bewährt. Ich wollte euch noch eine andere Sache mitgeben, die ihr als Betriebs- und Personalräte nutzen könnt. Das ist jetzt tatsächlich wieder was, was nicht nur KI, sondern Digitalisierung allgemein betrifft. Ein Kollege von uns macht ein Projekt zum Index Beschäftigten Datenschutz. Das ist im Prinzip ein Tool, wenn Unternehmen oder Betriebsräte mal gucken wollen, wie stehen sie denn eigentlich in Bezug auf Datenschutz für Beschäftigte, also Persönlichkeitsrechte. Dann kriegt man da so ein Ergebnis und dann gibt es auch Hinweise, wie man das vielleicht verbessern kann. Das könntet ihr natürlich anwenden und verwenden. Und ansonsten wünschen sich eben auch Betriebspersonalräte mehr Informationen zum Thema. Deswegen haben wir eben letztes Jahr so eine Online-Veranstaltungsreihe aufgesetzt, die für alle offen ist. Da haben schon einige Sitzungen stattgefunden. Die könnt ihr alle im Internet finden, also die Präsentation sowie auch die Aufzeichnung der Geschichten. Und wir machen jetzt weiter im Dezember, da ist der nächste Termin am 11. Dezember. Da haben wir zwei Kollegen eingeladen, unter anderem den Walter Lochmann von der BTQ, der da vorhin saß und euch das mit der TBS erzählt hat, sowie noch ein anderer Kollege. Die haben nämlich beide auch Projekte gefördert, teilweise vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und diese Projekte laufen jetzt alle Ende des Jahres aus. Und diese Projekte haben alle Handlungsmaterial für Betriebsräte, Leitfäden, für alles Mögliche entwickelt. Und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich habe euch, weil es heute um Diskriminierung geht, mal ein Projekt noch mitgebracht, dieses KIT. Das Projekt hat sich das letzte Mal vorgestellt, da könnt ihr also auch die Folien finden, aber die haben auch eine eigene Website, wo ihr die Sachen finden könnt. Die haben sich nämlich mal angeguckt, was können wir denn tun, um möglichst in einem Unternehmen Diskriminierung zu verhindern. Und die haben sich das Panel der Vielfalt ausgedacht. Das heißt, wenn dann eben geplant ist, eine KI einzuführen oder zu entwickeln, dann gibt es eben also nicht nur den Betriebsrat oder ein anderes Mitbestimmungsgremium, was möglichst im Prozess frühzeitig mit dabei ist, sondern dieses Panel der Vielfalt, die dann wiederum Anforderungen an die IT oder an die KI formulieren, damit es eben gar nicht erst zur Diskriminierung kommt. Und das wäre zum Beispiel auch schon mal so ein Beispiel, wie man das gegebenenfalls in Unternehmen umsetzen kann. Die haben das auch ausprobiert, in, glaube ich, teilweise kleineren Betrieben. Ich glaube, ein Betrieb hatte nicht mal einen Betriebsrat.
Und da haben sie dann aber auch geguckt, dass sie eben die Beschäftigten da mitnehmen und einbeziehen, was natürlich sowieso immer wichtig ist. Und genau. Und ich glaube, dabei würde ich es dann belassen erstmal. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo hinten was zu stehen habe. Aber nee. Genau. Vielen Dank.